So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's wieder los. Schatzsuche. Heute geht's ja weiter mit dem dritten Teil. Das bedeutet, ich war ja in den vorherigen Tagen, also Dienstag und Montag oder Sonntag, Dienstag, je nachdem, weil ich das erste Video rausgehauen habe, auf der Schatzsuche. Nehmt euch mit beim Format Live von Echt. Jeden Tag ein neues Video, 18.45 Uhr. Und dann gucken wir einfach mal, was wir zusammen finden. Ich gehe jetzt ungefähr wieder 14 Minuten, 15 Minuten, grabe, 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 mit der Hoffnung, dass ich irgendwas Tolles finde. Dass ihr aber auch sehen könnt, dass auch wirklich viel Müll mit dabei liegt. Ich befinde mich jetzt hier gerade auf einer Wiese. Und zwar hier. Ich habe im letzten Video so einen richtig heftigen Jump über so einen Burggraben gemacht. Und da würde ich sagen, bis zum Essen. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist gut windig. Ich hoffe, die Tonqualität passt. Und dann schnallen wir hier mal alles an. Und dann geht's ab die Post. Zack. So, ich laufe jetzt mit einem anderen Programm. Weil hier ist Wiese. Und ich habe die Hoffnung, dass hier so ein bisschen weniger von dem Koksgestein liegt. Und ja, ab geht's. Vielleicht finden wir ja irgendwas Geiles. Das wäre super. Also ich freue mich immer über tolle alte Sachen. Also das ist so mein Steckenpferd, sage ich mal. Es gibt ja auch in diesem Hobby so viele unterschiedliche Geschmäcker, sage ich mal. Es gibt auch Leute, die laufen einfach nur über einen Acker und sammeln Steine, alte Steine. Also das ist so unterschiedlich. Manche mögen total gerne Militaria. Ich bin jemand, mag super gerne historische Funde. Alles so 1800, also umso älter, umso besser. Und teilweise kannst du halt dann nochmal was zur Archäologie beitragen. Ist echt verdammt genial. Ja, in den vorherigen Videos war ich kurz auf so einem Maisfeld unterwegs, weil ich ja prinzipiell eigentlich hier her wollte. Dachte mir aber, ich kann auch auf dem Weg ein paar Signale mal mitnehmen und dazwischen laufen. Hab da Rücksprache gehalten. Hier haben wir das erste Signal. Ah, verdammt. 79. Und ich versuche jetzt hier was Schönes für euch rauszuholen. Live und echt. Ohne großartig Schnitt. Mit der Hoffnung, dass was Tolles mit dabei ist. Ne? Kann natürlich auch sein, dass nur Müll mit dabei ist. Das weißt du aber nie. Wäre ja cool, wenn irgendwas Tolles mit dabei ist. Hab's in der Hand. Oder sowas. Einfach Müll. Schön. So ist das. Hier wurde frisch gemäht, wie man sehen kann. Deswegen kann ich hier richtig, richtig, richtig geil buddeln. Und ich glaube, nach diesem Suchtag werde ich kein Wort mehr heute von mir geben, weil ich so viel am Sabbeln bin. Ja, eigentlich würde ich auch gerne hier in dem Bereich nochmal suchen. Muss ich aber warten, bis abgeerntet wurde. Ist aber total egal. Deswegen, jetzt fleißig suchen, Leute. In dieser wunderschönen Sommerbrise. 22 Grad. Wow, toll, echt. Für viele derzeitig ein Stopp in diesem Hobby. Aber ich bin eigentlich ganz gut ausgestattet mit genehmigten Flächen, sodass ich eigentlich das ganze Jahr über suchen kann. Auch vielen Dank nochmal an das Archäologische Amt, das hierfür zuständig ist. Wenn ich zum Beispiel in anderen Bereichen unterwegs bin, je nachdem, ist alles immer genehmigt. Also ihr bekommt vielleicht auch schon mit, wer jetzt vielleicht das erste Mal mitguckt, eingeschaltet hat. Mit einem Metalldetektor, wenn man damit suchen möchte, benötigt man eigentlich fast überall in Deutschland eine Genehmigung. Die bekommt man in manchen Bundesländern recht schnell. In manchen dauert es 5 Jahre, in manchen 3, ein Jahr, je nachdem. Aber schaut auf jeden Fall, dass ihr da mit der Archäologie immer zusammenarbeitet. Ich mache das auch zum Beispiel im Ausland und dort ist es auch unterschiedlich. In Dänemark, da musst du auch den Grundstückseigentümer fragen, dann darfst du los. Aber natürlich musst du da irgendwie dann auch mal die Sprache beherrschen. Ne? In Polen ist das so, da brauchst du auch natürlich Erlaubnis vom Grundstückseigentümer, dann aber noch die Bestätigung vom Archäologischen Amt. Und dann ist es halt einfach so, dass ihr auch dort suchen könnt. Dort geht das sehr, sehr schnell und einfach. So, und jetzt hoffe ich eigentlich, dass ich hier mal schnell und einfach auch mal Funde machen kann. Weil irgendwie merke ich, dass diese Wiese hier extrem leer gefegt ist. Warum auch immer. Ich weiß es nicht.
drück mal die Daumen, dass jetzt hier mal so langsam was kommt. Das kann man gar nicht angehen. Diese Live- und Echt-Folge sollte heute, also der dritte Teil, natürlich auch mit Funden irgendwie präsentiert werden können. Weil wenn hier irgendwie nichts kommt, dann kommt hier nichts. Und ich laber mir einen ab, das ist der Wahnsinn. Zum Glück bin ich ein Mensch, der das kann. Ansonsten könnte ich hier schon längst die Kamera ausmachen. Dafür kann ich aber andere Sachen mal wieder ansprechen. Und zwar einfach, Leute, denkt dran, dieses Hobby, ihr seid nicht allein da draußen in diesen weiten, tiefen Weiten des Sonnens, wenn ihr mal nichts findet. Aber hier kommt ein Signal. 57. Mal schauen, was sich hierher verirrt hat. In dem warmen Boden, warmen, trockenen. Wird draußen sein. Okay, weiterhin 51. Ja, das ist jetzt zum Beispiel so eine Stelle, wo ich sage, wow, okay, da müsste ich ein bisschen länger drehen. Ah, ein Draht. Könnte trotzdem interessant sein, weil wir eigentlich historisch gesehen hier interessante Sachen haben. Aber gut. Viel Müll liegt hier schon mal nicht, das ist auch gut. Vielleicht liegt hier irgendwie ein tolles Münzlein. Ist irgendjemand vom alten Kirchenweg abgekommen, warum auch immer. Und dachte sich, hier hocke ich mich mal hin. Mach's mir gemütlich und verliere eine tolle Silbermünze. Das wäre doch super. Ja. Wir versuchen es mal mit einem Spatenstich, um zu gucken, ob das Signal besser wird. Wenn nicht, dann nicht. Oh ja. Ist auf jeden Fall draußen und sollte vielleicht auch wieder nur so Draht sein. Ja. Wo bist du? Alu. Oh Mann. Oh, ist das trocken, Leute. Puh, da kommt der Sand direkt ins Gesicht. Der Wahnsinn. Weiter. Da haben wir noch ein angrenzendes Maisfeld. Könnten wir auch antesten. Ja, dazwischen laufen. Wird noch von der Genehmigung umfasst. Ja, das können wir machen. Warum denn nicht? Wir gehen heute einfach mal quer über die Genehmigungen, die ich hier habe. Und vielleicht habe ich ja durch Zufall einen schönen Glückstreffer. Das wäre genial. Das mache ich halt wirklich gerne. Einfach mal so gesehen spazieren gehen, die Tour genießen und dann durch Zufall sagen, alles klar, das ist hier richtig interessant. Weil mit Recherche hat das ja auch eine Menge zu tun. Ne? Wenn jemand Fragen hat, wie finde ich ein gutes Feld und so weiter, guck gerne beim YouTube-Kanal Detektorenshop vorbei. Da habe ich so ein Video online gebracht, das ja ein bisschen für Anfänger erklärt, wie finde ich gute Flächen, alte Karten einsehen mit einem Handy-App zum Beispiel. Also das sind auch alles Möglichkeiten. Ich sehe da gerade, warte mal, das hier, da hinten, die eine Wiese, die ist frei, die sieht ganz gut aus. Gehen wir gleich mal hin. Aber das ist ja ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Das ist echt ernüchternd, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich dachte, das Fundbild ist so ein bisschen ja, weitläufiger. Aber man merkt, dass hier auf jeden Fall, hier ist Totentanz. Ja, und so habe ich das ganz oft. Ich suche Felder raus, ich gehe suchen, ich nehme ein Video für euch auf. Und da kommt einfach nur nichts mehr raus. Und das kann man auf Dauer ja auch nicht immer alles präsentieren. Das bringt ja auch keinen Spaß. Man möchte ja auch ein bisschen was zeigen. Aber wie gesagt, beim Format live und echt, da geht das auf jeden Fall. Schöne Grüße auf jeden Fall auch an Echsonde. Und na, der macht da auch sowas schon oft gemacht. Und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, man lernt ja auch so viele Leute und andere Sondler kennen. Ist eigentlich mal ganz cool. Zur Abwechslung nebenbei. Oh, man kann quatschen. 71. 70. Na komm, lieber Sondergott, spende uns ein paar tolle Funde. Na, bis hier.
Na. Ich sehe noch nichts. Doch? Wow, wir haben was. Sieht aus wie eine Münze. Yay! Puh, ein Reichspfennig. Cool. Es freut mich. Preußenzeit. Also am heutigen Tag zwei Münzen gefunden. Beides Preußenzeit. Das ist mal cool. Ist nicht schlecht. So, dann stell dir mal vor, du willst ein YouTube-Video fertig machen. Dann läufst du 6 Stunden oder so, schneidest es auf 10 Minuten und sagst, ja, yeah, ich habe heute voll die tollen Funde gemacht. Beste Hobby der Welt, Leute. Cool. Aber mal zu sagen, ich war heute 6 Stunden oder so unterwegs, um das alles zu präsentieren, das machen die meisten gar nicht. Und ich sage euch aber wenigstens die Wahrheit. Deswegen, ihr findet primär Müll. Ich habe eine Münze gefunden für euch. Das ist doch super, das freut mich wirklich. Und jetzt gucken wir mal, jetzt gehen wir da rüber auf diese Wiese, denke ich mal. Und ja, Akku ist leer, super. So, das war der Akku gerade eben leer. Den musste ich jetzt mal kurz wechseln. Das bedeutet, es geht jetzt hier auf jeden Fall morgen direkt weiter, 18:45 Uhr. Ich nutze die 100% Akku noch für 2 Videos. Ein Reichspfennig heute gefunden, auf jeden Fall. Also was heißt heute? Jetzt gerade in diesem Abschnitt. Und dann würde ich sagen, bis morgen, 18:45 Uhr wieder. Neues Video live und echt. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Und dann haben wir auf jeden Fall heute das dritte Video. Jetzt geht es dann morgen weiter mit dem 4. Video. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was denn noch kommt. 2 Münzen bisher. Ist doch gar nicht so schlecht. Deswegen, bleibt am Ball, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, tschö mit Ö, bis morgen. Dankeschön für euren Support.